Lea! Lea! Die atmet nicht mehr. Lea! Verdammt, tu doch was! Schönen guten Abend. Wir sind von der Kriminalpolizei. Mein Name ist Naseband. Mein Kollege Herr Grass. Sie haben uns verständigt? Ja, ich bin Dr. Georg Neuber. Ich habe Sie gerufen. Ich bin Arzt. Ich konnte nichts mehr für Sie tun. Und wer sind Sie? Dina Werden. Ich habe mit ihr das Zimmer geteilt und sie vorhin gefunden. Ich dachte, sie wäre nur bewusstlos, aber... Dina hat mich gegen 22 Uhr verständigt. Und dann bin ich gleich runter. Aber sie war bereits tot, als ich ins Zimmer kam. Entschuldigung. Sie können hier nicht rein. Würden Sie bitte nebenan warten? Vielleicht ist es auch besser, dass Sie rausgehen und nebenan warten. Ich komme gleich mal vorbei, ja? 22 Uhr, sagten Sie. Und Sie waren verdammt schnell hier. Woher kennen Sie eigentlich die Mädchen? Ja, ich wohne hier im Wohnheim. Meine Frau ist die Direktorin und wir haben eine Einliegerwohnung hier im Heim. Aber offensichtlich war es nicht schnell genug, dass ich da war. Verstehe. Also, äußerlich sieht man ja nichts. Was könnte denn die Todesursache gewesen sein? Vermutlich war eine Menge Alkohol im Spiel. Ich meine, genau kann ich es jetzt noch nicht sagen. Aber die Alkoholflasche. Ja, vermutlich nicht nur Alkohol, sondern auch Valium. Ja, habe ich auch schon gesehen. Zusammen mit dem Wodka war das dann ein tödlicher Cocktail. Michael, ich habe Angst, dass ich wieder versagt habe. Das kann ich meinem Vater nicht antun. Ich halte diesen Druck einfach nicht mehr aus. Soll das ein Abschiedsbrief sein? Dann würde ja alles wie Selbstmord aussehen. Was könnte sie meinen, wenn sie das tatsächlich selbst geschrieben hat? Welchen Druck hält sie nicht mehr aus? Ich weiß es nicht. Ich kannte sie nur flüchtig. Vielleicht die Abschlussprüfungen. Heute war die letzte in Betriebswirtschaft. Wobei ich mir nicht vorstellen kann, dass sie sich deswegen umbringt. Wegen einer Abschlussprüfung. Vielleicht wissen das ja ihre Mitschülerinnen. Ich rede mal mit denen, Gerd. Ich komme gleich nach. Würden Sie auch bitte das Zimmer verlassen? Danke. Ja. Was gab's denn zu feiern? Wir haben ein bisschen Party gemacht, weil die Prüfungen vorbei waren. Kim und Miriam waren auch dabei. Hat Lea mitgefeiert? Sie wollte lieber alleine sein. Und ich konnte ja nicht ahnen, dass... Das ist so furchtbar. Während wir hier Spaß hatten, hat sie sich nebenan umgebracht. Warum hätte sie das tun sollen? Ja, sie hat sich ziemlichen Stress gemacht wegen der Betriebswirtschaftsprüfung. Weil sie kam mit dem ganzen Zahlenkram nicht klar und sie ist schon mal durchgefallen. Und diesmal wollte sie es unbedingt schaffen, ihrem Vater zuliebe. Was hat denn der damit zu tun? Ja, er hatte die Schule finanziert und die ist ja nicht gerade billig. Er ist Handwerker und hat selber kein Geld. Und deshalb war das wichtig für ihn, dass sie bald ihr eigenes Geld verdient. Hatte Lea denn den Verdacht, dass sie die Prüfung wieder in den Sand gesetzt hat? Ja, ich habe ihr gesagt, sie soll sich nicht verrückt machen und erst abwarten. Aber sie wollte davon nichts hören. Was ist hier los? Sie wissen doch, dass Besuch nach 20 Uhr nicht mehr gestattet ist. Kriminalpolizei, Naseband, Grass. Darf ich fragen, wer Sie sind? Was? Ich bin die Direktorin, Frau Neuber. Und was machen Sie hier? Ihr Mann hat Sie nicht informiert. Nein, ich war nicht im Hause. Und bis jetzt nicht erreichbar. Worüber informiert? Eine Ihrer Schülerinnen ist verstorben. Lea Kinham. Vermutlich Selbstmord. Lea ist tot? Also folgendes, der Todeszeitpunkt war gestern Abend zwischen 21 und 22 Uhr. Und ist sie an dem Mix aus Alkohol und Tabletten gestorben? Das weiß ich leider noch nicht. Die toxikologische Untersuchung läuft noch. Aber schaut euch das mal hier an. Hier. Ein Einstich? Ja. Aber am Tatort war keine Spritze. Ah, seltsam. Sag mal, dieser Arzt hat ja eigentlich versucht, sie wiederzubeleben. Hier, dieser Abdruck sieht aus wie von einem Beatmungsgerät. Nee, hat er nicht.
Und in dem Zimmer war auch kein Beatmungsgerät. Das wäre mir aufgefallen. Ich komme gerade aus der KDU. Hallo, Doc. Ja. Es gibt keine Fingerabdrücke an der Valium-Packung. Dann sind die abgewischt worden. Anscheinend war unsere Tote nicht alleine, als sie gestorben ist. Ja, es gibt noch was. Die Frau hatte in den letzten 48 Stunden vor ihrem Tod Geschlechtsverkehr. Es gibt aber keine Spermaspuren. Schade. Bei dem Mann könnte es sich um einen wichtigen Zeugen handeln. Vielleicht sogar um einen Täter. Nein, ich habe sie nicht beatmet. Ich habe ihr auch keine Spritze gegeben. Das Mädchen war tot, als ich kam. Da war kein Puls, keine Atmung, da war nichts mehr zu machen. Ja, aber woher kommt der Abdruck des Beatmungsgerätes? Ich weiß es nicht, von mir jedenfalls nicht. Und Sie haben auch keine Spritze rumliegen sehen? Nein, habe ich auch nicht. Ich habe mich voll auf das Mädchen konzentriert. Darum sind mir auch die Valium-Tabletten nicht aufgefallen. Und wann sind die Ihnen letztendlich aufgefallen? Als Dina mich darauf aufmerksam gemacht hat. Und dann war für mich auch klar, dass sie sich umgebracht haben muss. Georg, wir müssen Jane, reden. Tag, Frau Neuwehr. Entschuldigung, ich muss mit meinem Mann sprechen. Und zwar allein. Ja, wir sind ohnehin fertig. Aber wäre man Sie auch noch ein paar Fragen, wann passt das denn am besten? Oh, das ist jetzt momentan etwas ungünstig. Wäre es möglich, dass Sie vielleicht in 1,5 Stunden in mein Büro in die Schule kommen könnten? Klar, wir richten uns doch gerne nach Ihrem Zeitplan. Danke. Aber bitte seien Sie pünktlich. Ich habe später die Prüfungsarbeit noch bekannt zu geben. Wiedersehen. Red du auch direkt mit den Mädels. Dann gehe ich zu Direktorin. Hallo. 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 Na, wie geht's euch? Es geht. Mir geht Lea nicht aus dem Kopf. Das kann ich mir vorstellen. Habt ihr vielleicht einen Moment? Darf ich denn du sagen? Danke. Du hast doch die Tabletten gefunden bei Lea im Zimmer. Ja. Hast du eine Ahnung, wo sie die her hatte? Keine Ahnung. Ich habe die vorher noch nie gesehen. Du hast mit ihr das Zimmer geteilt. Würdest du mir sagen, was sie für ein Mensch war? Lea war einfach super. Jeder mochte sie. Lea hatte keine Freunde, aber auch keine Feinde. Sie war eher zurückgezogen. Hatte sie vielleicht einen festen Freund? Nein, das glaube ich nicht. Lea hat ihr Ding gemacht und sich nicht mehr ablenken lassen. Vor allen Dingen, nachdem sie die letzte Prüfung in den Sand gesetzt hat. Wissen Sie, so einfach sind unsere Tests hier nicht. Lea hat sich voll und ganz auf die Ausbildung als Hotelfachfrau konzentriert. So wie manche andere hier. War's das? Meine Schülerinnen warten auf die Rückgabe der Betriebswirtschaftsarbeiten. Tja, bei der Gelegenheit, wie hat die Tote eigentlich abgeschnitten? Moment. Das kann ich Ihnen zeigen. Wer hat eigentlich die Kombination für den Safe? Nur ich und mein Mann. Sie hat mit einer 1 bestanden. Lea hat sich da so reingesteigert. Na gut, die Prüfung war echt schwer, aber sie hat nach der Prüfung geheult und gemeint, sie hätte die verhauen. Vielleicht gab es ja noch einen anderen Grund. Liebeskummer zum Beispiel. Nee, Lea hatte keinen Freund. Ah, Herr Kommissar, bitte nicht sauer sein, aber wir müssen jetzt rein. Wir kriegen jetzt unsere Prüfungsergebnisse. Alles klar, dann viel Glück. Danke. Die Angaben sind schon ziemlich widersprüchlich. Die Direktorin sagt, dass die Tote keine Freunde hatte und sich eher zurückgezogen hat. Ihre Mitschülerinnen behaupten das Gegenteil. Naja, aber alle behaupten, dass sie keinen Freund hatte. Mit wem hatte sie denn Sex? Ich hab's geschafft. Ich hab eine 1. Dann habe ich nie gezweifelt, Baby. Ist aber nett. Na klar. Hey Nils, wir haben auch eine 1. Hey Mädels, ihr seid ja alle Genies. Ich dachte, die Arbeiten wären so schwierig gewesen. Warum kommst du eigentlich nicht mehr mit deinem Krankenwagen? Der war so cool. Da wären wir jetzt auch mitgefahren. Ich weiß gar nicht, was du gegen meinen schönen Transporter hast. Sag jetzt. Ach, ich will ja nicht, dass du neidisch bist. Raus mit der Sprache. Hey, Doc. Ah, hallo. Ja, ich habe hier den Bericht von der toxikologischen Untersuchung. Also, die Tote hatte weder Alkohol noch Valium im Blut. Ja. Was? Woran ist sie denn dann gestorben? An Midazolam. Das ist ein Beruhigungs- und Narkosemittel. Es wird gespritzt und kann bei Überdosierung innerhalb von 2 bis 3 Minuten zu Atemstillstand führen. Also, da wir keine Spritze gefunden haben, kann es auch kein Selbstmord gewesen sein. Aber jemand wollte, dass es so aussieht. Und dieser Arzt,
Der wäre auf jeden Fall auch an das Betäubungsmittel gekommen. Na ja, sicher, sicher. Aber als Mediziner weiß er natürlich auch, dass das Ganze bei der Obduktion herauskommt. Ja, klar. Ich brauche jetzt erstmal einen Kaffee. Da komme ich mit. Ja. Ja, kommt mal her. Die Kollegen von der KTU haben auf dem Laptop der Toten was gefunden, und zwar eine Mail mit Anhang. Die stammt von Dina, von ihrer Zimmergenossin. Hier, du Langweilerin, da siehst du, was du verpasst hast. Und ein Video als Anhang? Ja, ich hab gesagt. Ich will auch noch mal die Flasche. Ich glaube, ich muss noch mal nachlegen. Sind das ein paar Vögel? Helium. Nein. Ich will auch mal, kommt hier rüber. Allein, allein. Das ist doch der Freund von dieser Dina, der Zivi mit dem Transporter. Leistet er den Zivildienst vielleicht als Sanitäter, dann hätte er womöglich Zugriff auf dieses Betäubungsmittel, was ich eben erwähnt habe, Nidazolam.